Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da, würde mich wirklich mega freuen. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und es ist endlich soweit, Leute, der Oblivion-Skin ist da. Das ist quasi die weibliche Version vom Omega-Skin und kostet 2000 V-Bucks. Und auf dem Rücken haben wir natürlich noch den Jetpack-ähnlichen Backpack, der schaut richtig cool aus. Allgemein finde ich den richtig cool und sogar nochmal ein Stückchen geiler als den Omega-Skin, also als den Level 100er Battle Pass-Skin. Einziger Minuspunkt für mich ist, dass man die Farben aktuell noch nicht ändern kann, also dieses orangene Leuchten hier. Beim Omega-Skin kann man dadurch Levin später freischalten, dass man diese Farbe auch ändern kann. Das geht wie gesagt bei diesem Skin aktuell noch nicht. Es ist bisher auch noch komplett unbekannt, ob sie das irgendwann noch hinzufügen werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, würde halt mega gut zum Omega-Skin passen. Also, denn wenn man zum Beispiel Duo spielt und der eine nimmt den männlichen und der andere den weiblichen Skin, dann will man da ja schon die gleiche Farbe auswählen können und das wäre halt echt schade, wenn das nicht kommt. Deswegen ja, wir können nur schauen und ich hoffe, dass sie das noch einfügen werden. Natürlich werde ich den neuen Oblivion-Skin heute auch noch einmal verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, um die 2000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Hashtag Oblivion unten in die Kommentare zu schreiben. Also einfach, wie der neue Skin hier heißt, Hashtag Oblivion unten in die Kommentare und ja, schon nimmt der Gewinnspiel teil. Im zweiten Slot haben wir dann den passenden Hängegleiter. Er heißt Terminus und kostet 1200 V-Bucks. Der schaut, finde ich, richtig heftig aus. Gerade dieses matte Schwarz macht halt echt was her. Ich würde mir noch wünschen, dass man auch hier die Farben noch anpassen kann. Ich glaube, das wäre unglaublich cool, wenn man bei einem Gleiter auch mal die Farben ändern kann. Mal schauen, ob sie das irgendwann mal hinzufügen werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Damit kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops und da haben wir mal wieder die Highland-Kriegerin für 1500 V-Bucks drin. Der Skin an sich gefällt mir ja nicht so, spiele ich auch nicht so besonders häufig. Das einzige, was ich an dem Skin cool finde, ist der Backpack. Ich zeige dir mal kurz. Das ist so ein rundes Schild mit drei Klingen drin. Das finde ich ziemlich cool und benutze es sogar relativ häufig. Aber ich weiß nicht, ob man nur für dieses eine Schild hier 1500 V-Bucks, also 15 Euro, ausgeben sollte. Ich glaube, das lohnt sich eher nicht und ich würde die V-Bucks einfach sparen. Im zweiten Slot haben wir dann den Leuchtstab für 800 V-Bucks. Eine coole animierte Hacke mit coolem Sound, hat so eine Art Laserschwert-Sound, gefällt mir richtig gut und auch die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes haben wir dann das Verwüster-Outfit für 800 V-Bucks. Das ist zwar nur ein relativ simpler Skin, aber ich finde 800 V-Bucks ist dafür auf jeden Fall ein guter Preis. In der zweiten Reihe haben wir dann die Battle Pass-Stufen für 900 V-Bucks. Falls ihr jetzt zum Ende der Season euren Battle Pass noch nicht voll habt, dann habt ihr hiermit die Möglichkeit, ihn euch noch schnell voll zu kaufen. Man bekommt 10 Stufen, 900 V-Bucks zahlt man dafür, also man spart sogar ein bisschen, als wenn man die einzeln kaufen würde. Das würde ich, glaube ich, den Leuten empfehlen, denen jetzt nicht mehr so viele Stufen fehlen und die trotzdem noch den Level 100er Skin haben wollen. Als nächstes haben wir dann den Schrullig-Emote für 500 V-Bucks. Das ist einer meiner aktuellen Lieblingstänze und mit 500 V-Bucks ist das auch noch ein richtig guter Preis. Als letztes haben wir dann noch die Jubelstimmung für 200 V-Bucks. Ganz nice Emote, wurde auch letztens erst aktualisiert, den verwendet man sogar relativ häufig, deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Das war's dann zum heutigen Daily Shop. Falls ihr es noch nicht getan habt, nehmt noch jetzt schnell am heutigen Giveaway vom neuen Oblivion Skin teil. Alles, was ihr dafür tun müsst, um die 2000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Hashtag Oblivion unten in die Kommentare zu schreiben. Ihr könnt jetzt rechts oben noch abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!